angeschaut. Der FC Augsburg hat 61 Punkte aktuell aus 31 Spielen, Bochum 32, aus 32 Spielen 59 Punkte. Die Cottbusser haben ja fast gar keine Chance mehr, haben 51 Punkte, 31 Siege, das könnte man unterschätzen. Es spielt eigentlich die Mannschaft mit der besten Abwehr und dem drittbesten Sturm gegen Cottbus, die den zweitbesten Sturm haben. Wenn man sich jetzt so die Cottbusser Aufstellung anschaut, das hat auch Josh Lubokai gesagt, ist eigentlich der wichtigste Spieler Petersen mit 24 Toren, aktuell Torschützenkönig. Auf was musste sich denn Sanko und Co. in der Abwehr auf die gefasst machen? Wie muss man gegen so einen Spieler spielen? Naja, Petersen ist natürlich ein Spieler, den du 20, 30 Minuten überhaupt nicht siehst, der gar nicht in Erscheinung tritt. Er ist kein spektakulärer Fußballspieler, der die Zuschauer jetzt hier in Rage versetzt, sondern der taucht plötzlich unter, man sieht ihn nicht und aus dem Nichts heraus kommt er dann zum Abschluss und macht seine Tore. Und das ist für jede Abwehr schwierig, gegen solche Typen zu spielen. Aber ich glaube, man darf nicht nur auf den Petersen achten. Ich denke mal, dass heute die Cottbusser ganz unbeschwert, offensiv mit allem, was sie haben, da drauf losmarschieren werden und versuchen werden, in Cottbus noch einmal ein Feuerwerk zu zünden. Und darauf muss man gewappnet sein. Und das, meine ich, ist auch der Schlüssel zum Erfolg für den FC Augsburg, dass man dann diese Offensive eben mit den nötigen Kontern bestraft und gezielte Konter setzt, die dann auch erfolgreich sind. Kicks, vielleicht nochmal eine Frage. Also manche äußern ja die Kritik, dass manche Positionen, die Lubokai aufstellt, sind ab und zu nicht nachvollziehbar. Jetzt wenn du bist ja ein erfahrener Trainer, jetzt wenn du die Aufstellung von letzter Woche siehst, vielleicht um da nochmal kurz zurückzublicken, was würdest du jetzt im Hinblick auf das Spiel gegen Cottbus verändern? Was wäre jetzt so deine Aufstellung, wo du sagen kannst, die Mannschaft schlägt sich erfolgreich, gewinnt in Cottbus? Also generell muss man ja sagen, es gibt ja nichts zu verändern. Der FC Augsburg spielt die ganze Saison über mit dem gleichen System. Sie haben ihr 4-4-2-System mit den beiden Sechsern, mit offensiv ausgerichteten Außenstürmern und in der Regel auch mit zwei Stürmern. Und ich glaube auch, er wird heute Abend nicht anders spielen. Vielleicht lässt er einen Stürmer etwas hängend und er spielt mit dem System 4-2-3-1. Das ist denkbar, um am Anfang mal das Spiel zu kontrollieren und in den Griff zu bekommen. Aber grundsätzlich muss man nichts verändern, weil alles war ja bis jetzt gut, sonst wäre man nicht auf dem zweiten Tabellenplatz. Und deswegen ist da jede Panik, die da vielleicht aufkommt, absolut fehl am Platz. Wenn man jetzt so von den Namen, du hast es ja vorhin schon ein bisschen skizziert, wie schaut denn, also deine Expertenmeinung, wie wird denn der FC Augsburg heute auftreten? Was ist so dein Tipp? Nun, ich denke, in der Abwehr wird der Kapitän Mörle wieder zurückkommen. Mit dem kann man rechnen. Das ist, glaube ich, auch gut so. Er hat eine gute Saison gespielt, ist der Leader dieser Mannschaft, der Spielführer der Mannschaft. Und wenn der wieder fit ist, dann soll er auch wieder spielen. Ansonsten wird sich in der Abwehr nicht viel verändern. Sanko ist eine Bank da hinten drin. Und mit Mörle zusammen sind die beiden Innenverteidiger stark genug, um diese Cottbuser Offensive in den Griff zu bekommen. Wie die Doppel-Sechs besetzt ist, da richtet er sich auch meistens etwas an dem Gegner, ob es jetzt Sinkewitz ist, ob es Carlsen-Bracker ist oder ob es der Hosogai ist. Das kommt darauf an, was er für eine Marschroute ausgibt. Vielleicht nimmt er die beiden körperlich robusten Spieler, Carlsen-Bracker und Sinkewitz, in die Doppel-Sechs-Position. Auf den Außen muss er den Tobias Werner ersetzen, der mit der fünften gelben Karte ausfällt. Da wird ja wohl allgemein der Traore erwartet, dass der wieder vom Anfang an spielt. Rechts hat sich Bayer, glaube ich, ganz ordentlich gemacht. Nachdem Cheng noch nicht ganz fit ist, kann man auch davon ausgehen, dass Bayer wieder auf dieser Position spielt. Ja, und die Frage im Sturm, die ist immer sehr schwierig zu beantworten. Da hat der Jos Luhukay immer seine eigenen Meinungen. Er hat vier Stürmer zur Auswahl. Er sagt, er richtet sich nach den Trainingsleistungen. Ich meine, er braucht heute auch Routine, er braucht Cleverness, um in dieser Situation klaren Kopf zu bewahren. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass eventuell Turk und Raphael heute in der Anfangsformation stehen.
Du hast es gesagt, Michael Türk ist immer so ein Reizthema anscheinend. Es wird gehandelt, was ist los, warum spielt er nicht? Was denkst denn du? Du bist ja ein erfahrener Trainer, hast da oft auch schwierige Spiele gehabt. Was sagst du zum Thema Michael Türk? Also woran liegt es, dass er jetzt nicht immer von Anfang an spielt? Und warum denkst du, wird er heute von Anfang an spielen? Ja, gute Spieler sind häufig schwierige Spieler, mit dem muss man klarkommen. Ja. Und Michael Türk ist ein Reizthema, auch für jede gegnerische Mannschaft. Ja. Er ist sehr clever, er ist raffiniert, er ist abgebrüht. Er bringt jeden Abwehrspieler so an den Rand einer Karte oder kann mal einen Elfmeter rausholen und so weiter. Ich denke, keiner von uns, ich weiß es leider auch nicht, was da vorgefallen ist, warum der Michael Türk nach seiner Verletzung nicht wieder zurückgekehrt ist in die Mannschaft. Aber ich meine, in der jetzigen Situation, ich habe es gerade eben schon angesprochen, sollte man wieder auf diese Routine und auf diese absolute Klasse, die der Michael hat, auch zurückgreifen und sollte ihn heute vielleicht wieder vom Anfang an. Abschließend noch, Giggs, damit man die Fußballfans ein bisschen einstimmen lassen. Was tippst du heute für das heutige Spiel? Also generell bin ich davon überzeugt, dass wir den Aufstieg schaffen. Das ist Punkt 1. Man muss ja weiter überlegen, dass Bochum in Osnabrück zu spielen hat, bei einer Mannschaft, für die es um alles geht am kommenden Wochenende. Und dass auch Greuther Fürth nach Oberhausen muss, ebenfalls eine Mannschaft, die jeden Punkt dringend braucht, um nicht abzusteigen. Also könnte sogar mit einem Unentschieden heute durchaus das Ganze positiv gestaltet werden. Weil den FSV Frankfurt gegen die Mannschaft musst du zu Hause nächste Woche so oder so gewinnen. Egal, was heute Abend passiert. Ja, Frankfurt musst du zu Hause in der Situation, wo wir uns befinden, musst du die Mannschaft schlagen. Für die geht es nur noch um die goldene Ananas. Und da bleiben nur die 3 Punkte. Und dann müsste es eigentlich reichen. Beim Saisonfinale in Berlin, da kann man sich darauf einigen, dass man ein schönes Spiel macht, eine Meisterfeier mit Berlin, und dann reicht auch dieses Unentschieden, um dann aufzusteigen für den FCA. Für heute, ich bin Optimist, ich denke, wir gewinnen 2-1. Ja, das war heute die Expertenmeinung von Günter Beier, Soccer Services. Danke erstmal für die Aufmerksamkeit. Die ganze Videozusammenschnitt kann man dann am Dienstag bzw. Mittwoch auf www.soccerservices.de sehen. Ich möchte dem Elferboss, dem Markus Krapf, danken nochmal. Markus, dass du heute die Location zur Verfügung gestellt hast. Dir, Günter Giggs, vielen Dank für deine Expertenmeinung und nochmal einen Applaus für den Experten vom FCA, Günter Beier.